Ja, gestern Abend gegen 19:30 Uhr wurden der Polizei in Delmenhorst lautstarke Streitigkeiten aus einem Wohnhaus gemeldet. Im weiteren Verlauf war es dann so, dass einer der Beteiligten, ein 25-jähriger Mann, angefangen hat zu randalieren. Dieser hat dann mit einer Axt das Wohnhaus verlassen und sich nach draußen begeben. Dort hat er zunächst auf einen PKW eingeschlagen. Als er die zwischenzeitlich eingetroffenen Kollegen bemerkt hat, wollte er diese mit der Axt angreifen, sodass es von Seiten der Polizei zu einem Schusswaffeneinsatz kam. Durch diesen Schusswaffengebrauch wurde der 25-Jährige schwer verletzt. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden Kollegen, ein 27-jähriger Beamter und eine 25-jährige Kollegin, blieben unverletzt. Wir, die Polizeiinspektion Kloppenburg-Vechta, wurden dann aus Neutralitätsgründen mit der Aufarbeitung dieses Einsatzes sowie auch mit der Öffentlichkeitsarbeit betraut. Der Tatort ist derzeit noch abgesperrt. Die Hintergründe des Einsatzes sowie der konkrete Ablauf sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Deswegen bitte ich um Verständnis darum, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben dazu machen können. Ja, das kann man sich ja vorstellen, wie schwierig das ist. Man kriegt es zwar theoretisch 100 Mal in zig verschiedenen Varianten versucht beizubringen, wie man reagieren soll, aber letztendlich hat man nur Sekundenbruchteile Zeit, um die Gefahr für andere oder auch von sich selbst und seinem Kollegen abzuwenden. In diesem Fall war es so, dass die Schusswaffe zum Einsatz kam und der Proband glücklicherweise nicht tödlich verletzt, sondern schwer verletzt wurde. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr belastende Situation und diese wird auch so schnell es geht intern nachbereitet mit den Kollegen, die dort im Einsatz waren und insbesondere mit demjenigen, der dann die Schusswaffe einsetzen musste.